Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich fange mit einem kurzen Blick in die Historie an, bevor ich auf die aktuelle Situation der Studierenden hier im Land eingehe. Im Koalitionsvertrag von SPD und PDS aus dem Jahr 1998 finden wir unter Ziffer 147 folgende bemerkenswerte politische Zielstellung. Ich zitiere: Die Landesregierung unterstützt den Wohnheimbau der Studentenwerke, um mittelfristig eine deutliche Verbesserung der Versorgungsquote mit Wohnheimplätzen zu erreichen. Zitat Ende. Als dieser Koalitionsvertrag 1998 vereinbart wurde, gab es rund 25.000 Studierende im Land und insgesamt 5.090 Wohnheimplätze bei den Studentenwerken. Die Versorgungsquote lag also damals bei 20,4%. Die damalige rot-rote Landesregierung förderte zwischen 1998 und 2002 das studentische Wohnen mit etwa 1,32 Millionen Euro. Das war es dann auch. Seitdem hat das Land keinen einzigen Euro mehr in ein Wohnheim der Studentenwerke investiert. Offensichtlich schienen die nachfolgenden Landesregierungen der Auffassung zu sein, dass das Ziel des damaligen Koalitionsvertrages erfüllt ist, nämlich dass eine deutliche Verbesserung der Versorgungsquote erreicht wurde. Heute studieren in unserem Land nicht mehr 25.000 Studierende, sondern über 40.000 Studierende. Und die Anzahl der Wohnheimplätze sank von 5.090 auf heute rund 3.900 Plätze. Die Versorgungsquote im Land liegt demnach nicht mehr bei über 20%, sondern nur noch bei 9,8%. Sie hat sich also halbiert. Auf diese Problematik angesprochen, erklärte die Landesregierung kürzlich in meiner kleinen Anfrage mit der Drucksachennummer 6/1523, dass Studierende nicht mehr so gerne in Wohnheimen wohnen würden und immerhin seit der Wende 40 Millionen Euro in Wohnheime investiert wurden. Meine Damen und Herren, beide Aussagen der Landesregierung sind nur die halbe Wahrheit und sie ergeben leider zusammen auch nicht die ganze Wahrheit. Wenn von der allgemeinen enormen Investitionsphase Anfang der 90er Jahre abgesehen wird, wurden zwischen 1998 und heute gerade einmal 1,3 Millionen Euro durch das Land investiert. Seit 1998 nur 1,3 Millionen bis zum heutigen Tag. Und das, obwohl die Studentenwerke gemäß § 13 des Studentenwerksgesetzes zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuwendungen des Landes erhalten sollen. Und eine zentrale gesetzliche Aufgabe der Studentenwerke ist bekanntermaßen, Wohnheime zu errichten und zu bewirtschaften. Die Aussage der Landesregierung, dass Studierende heute nicht mehr so gerne in Wohnheimen wohnen möchten wie noch zu früheren Zeiten, verkennt leider die Realität. Die Wohnheime. Herr Seifeld, lassen Sie eine Anfrage zu? Das können wir nachher in der Aussprache machen. Ich bringe erstmal den Antrag ein und dann ergeben einige Fragen. Vielen Dank. Die Wohnheime in Greifswald und Rostock sind bis auf den letzten Platz ausgebucht, meine Damen und Herren. Also, ich kann nicht erkennen, dass die Studierenden nicht mehr in Wohnheimen wohnen wollen, wenn alle Plätze ausgebucht sind. Die angespannte Situation auf dem Immobilienmarkt infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der stetige Zuzug von Menschen in die Universitätsstädte verschärfen zudem die Wohnraumsituation. Wer heute aufmerksam die Zeitung gelesen hat, wird die großen Artikel zu diesem Thema kaum übersehen haben. Sozialverträgliche Wohnungen für Studierende sind in den beiden Universitätsstädten Mangelware. Die Mietpreisspirale dreht sich für alle Bürgerinnen und Bürger immer weiter. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, stehen die beiden Studentenwerke in Rostock und Greifswald zusätzlich vor der Problematik, dass sie ihren Bestand an Wohnheimplätzen nicht mehr sichern können. Ihnen fehlen die Mittel zur Instandsetzung. Zum Beispiel drohen in Greifswald rund 240 Wohnheimplätze, also gut 20% aller Plätze, wegzufallen, weil das Studentenwerk die Wohnheime in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und in der Makarenko-Straße nicht sanieren kann und deswegen aus wirtschaftlichen Gründen demnächst abstoßen muss, wenn nicht noch in diesem Jahr eine Finanzierung sichergestellt werden kann. An dieser Stelle muss ich ganz kurz darauf hinweisen, dass mir da ein redaktioneller Fehler im Begründungstext des Antrages unterlaufen ist. Dort wird fälschlicherweise von der Majakowski-Straße gesprochen. Gemeint ist natürlich das Wohnheim in der Makarenko-Straße. Ich bitte das zu entschuldigen und entsprechend zu berücksichtigen. Ich wusste, dass Ihnen dieses Haar in der Suppe natürlich große Freude macht. Meine Damen und Herren, in Greifswald käme es im Übrigen zu einer absurden Situation. Wenn das Studentenwerk die beiden Wohnheime abstoßen muss, würden sie von privaten Investoren gekauft. Diese hätten dann aber im Gegensatz zum Studentenwerk
Anspruch auf Wohnraumförderung oder auf Städtebaufördermittel. Und diese würden Sie zur reinen Gewinnmaximierung abschöpfen. Denn natürlich würden Sie die Wohnungen hinterher zu marktüblichen Preisen anbieten. Das Studentenwerk würde dagegen eine Landesförderung ausschließlich zur Senkung der Mieten nutzen. Es wäre ein trauriges und absurdes Schauspiel, was sich da in Greifswald abspielen würde. Studierende säßen in teuren Wohnungen, die mit Landesmitteln saniert wurden, private Investoren rieben sich die Hände und das Studentenwerk würde in die Röhre schauen. Während, und das muss man sich dann auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, während die Unterbringungsquote von aktuell mageren 8,04% in Greifswald auf noch magere 6% sinken würde. Das wäre ein Debakel, unter dem das Ansehen des Landes und insbesondere der Landesregierung enorm leiden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass über diesen Schildbürgerstreich auch das satirische Nachrichtenformat Extra 3 einen Beitrag senden würde. Meine Damen und Herren, damit das alles nicht eintritt, brauchen wir ein eigenes Landesförderprogramm. Die Studentenwerke tragen eine besondere Verantwortung für eine sozialverträgliche Gestaltung von Mieten. Dieser können sie allerdings ohne zusätzliche Unterstützung im Bereich des Baus von Wohnheimplätzen nicht nachkommen. Das Land ist daher in der Verantwortung für die Studierenden und die Studentenwerke, so wie es der § 13 des Studentenwerksgesetzes vorsieht. Die Bereitstellung günstigen Mietraums ist auch eine Frage der Attraktivität der Hochschulstandorte in Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, der Ausbau der Studienplatzkapazitäten war wünschenswert. Wir haben heute 15.000 Studierende mehr als 1998. Dieser Ausbau muss aber im Einklang mit dem Ausbau der sozialen Infrastruktur erfolgen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen macht daher heute einen ganz konkreten, maßvollen und durchfinanzierten Vorschlag. Wir wollen ein Landesprogramm im kommenden Landeshaushalt über 7 Millionen Euro aufstellen, um anteilig den Neubau oder die Sanierung von 500 Wohnheimplätzen zu fördern. Über eine entsprechende Förderrichtlinie könnte sichergestellt werden, dass die Förderung auch wirklich nur dorthin fließt, wo es die angespannte Wohnraumsituation tatsächlich erforderlich macht. Woher sollen nun diese 7 Millionen Euro kommen? Ganz einfach. Seit der Föderalismusreform II zahlt der Bund dem Land Mecklenburg-Vorpommern sogenannte Entflechtungsmittel in Höhe von jährlich gut 20 Millionen Euro für die Wohnraumförderung. Diese Mittel flossen bisher zur einen Hälfte in einen Fonds, aus dem später einmal zinsgünstige Darlehen ausgereicht werden sollen. Das ist das sogenannte Sondervermögen Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern, so heißt das. Die andere Hälfte der jährlich 20 Millionen Euro wurde sofort als zinsgünstiger Kredit zur Wohnraumförderung ausgereicht und floss danach in den gleichen Fonds. Das Entflechtungsgesetz, aus dem diese Entflechtungsmittel stammen, hatte eine Zahlung des Bundes bis 2013 zugesichert. Eine Option bis 2019 ist im Gesetz enthalten. Bund und Länder haben sich bereits zumindest darauf geeinigt, dass diese Mittel nochmals für das Jahr 2014 vom Bund ausgezahlt werden. Wir Grüne sind nun der Meinung, dass in das Sondervermögen Wohnraumförderung zwischenzeitlich genügend Mittel geflossen sind. Die nochmalige Zahlung von über 20 Millionen Euro soll in 2014 deshalb nicht komplett in das Sondervermögen fließen. Stattdessen sollen die Studentenwerke 7 Millionen Euro für 500 Wohnheimplätze bekommen. Das entspräche einer Förderung von maximal 14.000 Euro pro Wohnheimplatz. Zahlreiche andere Bundesländer machen es ja vor, wie der Bau von Wohnheimplätzen gefördert werden kann, zeigen also auch, dass es rechtlich völlig möglich ist. Baden-Württemberg vergibt einen Zuschuss von 8.000 Euro pro Platz. Bayern fördert den Bau mit 26.500 Euro pro Platz. Rheinland-Pfalz hat einen Zuschuss in Höhe von 9.400 Euro als Einzelförderung bei einem Bauprojekt des Studentenwerks Vorderpfalz ausgereicht. Thüringen vergibt Zuschüsse von maximal 20.000 Euro pro Platz. Schleswig-Holstein hat die Unterstützung mit Darlehen und Zuschüssen bei zwei Bauvorhaben angekündigt. Brandenburg hat im Rahmen des Konjunkturpakets zwei Zuschüsse zwischen 80% bis 100% vergeben. Nordrhein-Westfalen stellt 50 Millionen Euro als zinsgünstige Förderdarlehen zur Verfügung. Ebenso stellen Hamburg und Hessen Kredite zur Verfügung. Leider, wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern passiert seit 2002 nichts mehr. Meine Damen und Herren, ich will zuletzt auch nochmals auf die Befürchtung eingehen, dass wir die Wohnheime von heute wohlmöglich morgen nicht mehr brauchen, weil die Studierendenzahlen stark zurückgehen könnten. Zunächst möchte ich nochmals festhalten, dass es eine rein politische Entscheidung ist, wie viele Studierende ein Land hat. Die Anzahl der Studierenden hat nichts mit dem demografischen Wandel zu tun. Wenn Sie wollen, können Sie sich von heute auf morgen 10.000 Studierende ins Land holen, zum Beispiel aus dem Ausland, ohne Probleme. Davon aber mal abgesehen,
sind studentische Wohnungen in Form von kollektiv organisierten Einraumwohnungen auch hervorragend für eine älter werdende Gesellschaft geeignet. Die Wohnungen, die heute für Studierende geschaffen werden, sind auch morgen noch von älteren Menschen sehr begehrt. Bei der Planung, dem Bau oder der Sanierung kann zudem auf diese Bedürfnisse und Anforderungen bzw. auf diese spätere Nutzung von Anfang an Rücksicht genommen werden. Die Angst, dass das Land auf diesen Wohnungen in den Hochschul- und Universitätsstädten einmal sitzen bleiben könnte, ist daher völlig unbegründet. Meine Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Ein Landesförderprogramm ist vor dem Hintergrund des § 13 Studentenwerksgesetz rechtlich zulässig. Es wäre über die Entflechtungsmittel auskömmlich finanziert. Es wäre das erste Wohnheimförderprogramm seit über 10 Jahren im Land. Es würde den gesamten angespannten Wohnungsmarkt für alle Bürgerinnen und Bürger entlasten. Und das Landesförderprogramm würde die Attraktivität der Hochschulstandorte gerade auch für ausländische Studierende erhöhen, die in besonderem Maße von Studentenwohnheimplätzen abhängig sind oder auch darauf angewiesen sind. Ich bitte daher um Zustimmung und freue mich auf die Debatte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Bildungsminister sagte eben gerade, der Förderbedarf muss zunächst plausibel nachgewiesen werden, bevor das Programm aufgelegt wird. Herr Minister, das ist wirklich unbestritten, nämlich dass der Förderbedarf nachgewiesen werden muss. Vom Bedarf bin ich jedoch angesichts der Zahlen, die ich eben gerade in der Einbringung dargelegt habe, absolut überzeugt. Und die entsprechende Förderrichtlinie, die ich vorhin auch angesprochen habe, sichert dann natürlich ab, dass das Geld nur dorthin fließt, wo es wirklich benötigt wird. Aber wir müssen eben jetzt das Geld in den Landeshaushalt einstellen, denn jetzt wird der Haushalt festgezurrt. Und wenn wir das jetzt nicht einstellen, dann passiert 2014 und 2015 nichts. Und was das für die Makarenko-Straße heißt in Greifswald, wissen wir. Die Entscheidung muss jetzt möglichst zügig getroffen werden, denn das Studentenwerk in Greifswald braucht Planungssicherheit, ob es denn dieses Gebäude in naher Zukunft und nicht erst 2016, wenn der nächste Doppelhaushalt aufgestellt wird, in naher Zukunft sanieren kann. Und deswegen stellen wir heute hier den Antrag, und es wäre ein schönes Zeichen auch für das Studentenwerk in Greifswald, wenn dieser angenommen wird. Gleichwohl sehe ich natürlich auch die politischen Mehrheiten hier im Raum und weiß, dass dieser Antrag jetzt keine Mehrheit bekommen wird. Aber wenn selbst der Bildungsminister gesagt hat, dass ihn unser Antrag von den Grünen noch nicht gänzlich überzeugt, da sehe ich ja zumindest Anzeichen, dass Sie sich Gedanken machen und freue mich auch darüber, dass Sie dieses Problem angehen wollen. Aber Sie erklärten ja auch, dass es möglicherweise die richtige Lösung ist. Das habe ich zumindest so ein bisschen durchleuchten sehen. Und deswegen mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Wir überweisen diesen Antrag der Grünen und den Änderungsantrag der Linken einfach in die Ausschüsse. Und zwar in den Bildungsausschuss federführend und in den Wirtschaftsausschuss mitberatend. Und dann können wir uns intensiv in den nächsten Wochen oder nach der Sommerpause damit auseinandersetzen, wie wir das Problem finanzieren wollen. Denn Sie haben ja selbst gesagt, das Problem muss angegangen werden. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage, die wir Ihnen heute hier mit auf den Weg gegeben haben. Also können Sie sich eigentlich einer Überweisung gar nicht verwehren. Deswegen beantrage ich hier, dass eben entsprechend unser Antrag und der Änderungsantrag der Linken in die Ausschüsse, die ich eben gerade genannt habe, überwiesen wird. Ich möchte allerdings noch auf die Debatte eingehen. Herr Waldmüller, man merkt so ein bisschen, dass Sie die nötige Ahnung über die Verhältnisse vor Ort nicht haben. Wenn Sie denn die durchschnittlichen Quadratmeterpreise von Rostock und Greifswald gegen unseren Antrag ins Feld führen. Nicht alle Wohnungen sind für Studierende geeignet. Nicht alle Wohnungen werden im Übrigen auch an Studierende vermietet. Es ist sehr schwierig, als Studierender eine Wohnung zu finden. Zum Beispiel muss man auch nachweisen, dass man entsprechendes Einkommen hat oder dass man einen Bürgen hat, der für die Miete gerade steht. Und es ist für Studierende manchmal sehr, sehr schwierig. Das heißt, sie können nicht die durchschnittlichen Mietpreise hier ins Feld führen, weil eben nicht alle Wohnungen geeignet sind. Und zwar sind sogar für Studierende eher ein sehr kleiner Teil nur geeignet. Der Markt von geeigneten Wohnungen für Studierende ist leergefegt. Das heißt, dass man hier nicht mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen argumentieren kann. Und die Studentenwerke können eben ungeeignete Wohnobjekte auch nicht in geeignete Wohnobjekte umwandeln, weil ihnen die Mittel dazu fehlen. Bitte, Herr Saalfeld, gestatten Sie eine Anfrage des Abgeordneten Albrecht der SPD-Fraktion? Ja, gerne. Oh, kleinen Moment.
Jetzt. Was halten Sie von der Aussage des Geschäftsführers des Studentenwerkes Rostock, Herrn Stoll, es ging um den Neubau bzw. Umbau der Cafeteria am Campus in der Südstadt. Wir haben es aus Eigenmitteln finanziert, erzählt Dieter Stoll, Chef des Studentenwerkes. Ein sechsstelliger Betrag sei investiert worden. Weiter sagt Herr Stoll, wir möchten den Mitarbeitern, Studenten und Wissenschaftlern einen Ort bieten, bei dem sie zum Plausch bei Kaffee und Kuchen einkehren können. Hier zeigt sie, dass die Prioritäten des Studentenwerkes in Rostock doch woanders gesetzt werden, als wir hier debattieren. Dankeschön. Ja, Herr Albrecht, vielen Dank für die Frage, weil da wäre ich jetzt fast selbst drauf eingegangen, aber es schließt sich wunderbar dran an. Erstens stelle ich fest, es geht um eine Cafeteria und nicht um Wohnobjekte. Das lässt sich in der Finanzierung anders darstellen. Und im Übrigen kriegt das Studentenwerk auch einen Landeszuschuss für die Cafeteria, für die Bezuschussung des Essens. Also es gibt im Haushalt einen Posten für die Versorgung der Studierenden. Aber das ist auch nicht der Hauptpunkt. Ich kann Ihnen sagen, der Minister hat es ja eben gerade auch in den Raum gestellt, die Frage, warum denn das Rostocker Studentenwerk die Sanierung und den Bau von Wohnheimen schafft und warum es das Greifswalder Studentenwerk nicht schafft. Darauf zielt das ja hinaus. Und ich kann Ihnen das beantworten. Das Studentenwerk Rostock finanziert Wohnheime, indem es marktübliche Mieten nimmt. Das ist jedoch eben nicht die Aufgabe von Studentenwerken. Sie wissen ja sicherlich, es gibt ein neues Studentenwerk am Ulmenmarkt. Dort bezahlen Sie pro Wohneinheit über 300 Euro teilweise. Da frage ich mich aber, brauchen wir für solche Mietpreise eigene Studentenwerke oder kann das der Markt selbst regeln? Das ist aber auch der Lage geschuldet. Naja, finde ich schwierig. Also Herr Albrecht hat scheinbar die Antwort bekommen, dann kann ich weiter im Text gehen. Studentenwerke sollen sozialverträgliche Mieten sicherstellen, also Mieten unterhalb des der marktüblichen Preise ermöglichen. Und wie gesagt, auch bei der Cafeteria, wenn denn der Zuschuss aus dem Haushalt nicht abgegriffen wird, dann wird dort eben Essen und Versorgung zu marktüblichen Preisen realisiert. Das ist aber nichts für Studierende, die eben sozialverträgliche Preise brauchen und für die Studentenwerke ursprünglich da sind. Frau Dr. Seemann, ich finde es ein bisschen, fadenscheinig, sich hier hinter der Oppositionsrolle im Bund zu verstecken. Sie sind hier in der Regierungsverantwortung im Land. Sie können hier sofort etwas bewegen. Und ich denke, Sie stehen hier auch in der Verantwortung. Sie stehen hier in der Verantwortung. Und wenn Sie mich fragen, wie ich zu der Aufhebung des Kooperationsverbotes stehe, dann sage ich Ihnen klar und deutlich, ich bin auch für die Aufhebung des Kooperationsverbotes. Aber bis dahin können wir doch nicht die Hände in den Schoß legen und schauen, wie unsere Studentenwerke vor die Hunde gehen und die Studentenwohnheime abgeben, weil ihnen die Mittel fehlen, um diese Studentenwohnheime instand zu setzen. Das ist nicht mein Anspruch an Politik. Wir haben jetzt ein Problem. Sie stehen jetzt in der Verantwortung und es obliegt Ihnen jetzt Mittel, die der Bund dafür vorsieht, in die Hand zu nehmen und nicht auf die hohe Kante zu legen und irgendwann mal in 10, 20 Jahren günstige Kredite auszugeben. Deswegen kann ich Ihnen da nicht folgen. Ansonsten unterstütze ich Ihre Forderung, auch gegenüber der CDU Richtung Wirtschaftsministerium, die Richtlinie für die Städtebauförderung anzupassen. Natürlich unterstütze ich diese Forderung. Ich freue mich auch, weil in meiner kleinen Anfrage die Landesregierung noch gesagt hat, dass das wegen Regelungen aus dem Baugesetzbuch nicht möglich sei. Ich freue mich, dass man jetzt hier Wege gefunden hat. Vielleicht hat man sich auch von anderen Bundesländern inspirieren lassen. Ich finde das aber auf jeden Fall begrüßenswert. Wie gesagt, ich beantrage die Überweisung in die Ausschüsse und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Grün. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin schon ein bisschen irritiert. Legt die Opposition keine Deckungsquelle vor, ist es verwerflich. Legt die Opposition eine Deckungsquelle vor, ist es verwerflich. Also meine Damen und Herren, irgendwie müssen Sie mal das klarziehen, was Sie eigentlich wollen. Und ich bitte Sie, Frau Dr. Seemann, jetzt hier nicht alles in einen Topf zu werfen. Die Hochschulfinanzierung mit der Finanzierung von Wohnraum hat miteinander nichts zu tun. Und ich möchte es auch klar trennen. Und der Bund gibt dem Land Mecklenburg-Vorpommern 20 Millionen Euro jährlich über die Entflechtungsmittel genau für solche Zwecke. Und dann möchte ich, beziehungsweise ich empfehle Ihnen, dieses Geld mal in die Hand zu nehmen und nicht für später aufzubewahren. Das ist ja ein korrektes bzw. legitimes politisches Ziel, auch Mittel für später
aufzubewahren in diesem Sondervermögen. Aber wir stehen doch jetzt vor Problemen und wir können jetzt dieses Geld nehmen. Und darum geht es hier. Und es geht nicht um Hochschulfinanzierung und es geht nicht um Verschuldung, sondern es geht einfach darum, dass uns Mittel zur Verfügung gestellt werden vom Bund. Und die möchte ich, dass die eingesetzt werden. Vielen Dank.